Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM und zwar mit der Stay Edition RTX 3060 für 2179 Euro und der Stay Edition RTX 3070 für 2529 Euro. Starten wir erstmal mit der Stay Edition RTX 3060 für 2179 Euro. Was ich gut finde bei MIFCOM ist, die schlüsseln alles auf. Also ihr seht wirklich die technischen Daten, das finde ich schon mal klasse. Die verstecken auch nichts oder ähnliches. Und bei dem Bild, ja, es könnte so aussehen, es kommt dann immer drauf an, welche Grafikkarte man so nimmt. Teilweise hat man ja beliebige Hersteller oder ähnliches, aber das sollte soweit schon passen, auch mit der Wasserkühlung. Und selbst wenn das nicht stimmen würde, steht hier unten halt, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten. Bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Sprich, wenn ihr jetzt irgendwas umkonfiguriert oder ähnliches, dann steht da der Hinweis, okay, es sieht dann anders aus. Die machen natürlich jetzt nicht, wenn ihr den RAM tauscht, irgendwie ein neues Bild oder so. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Der Konfigurator ist auch recht übersichtlich, also passt soweit. Wir starten mit dem Gehäuse. Das ist ein NZXT H511 Flow Schwarz. Das ist einfach nur die OEM-Variante. Das ist das gleiche wie das H510 als Flow-Variante. Das andere würde ich nicht kaufen, die Non-Flow-Variante. Da staut sich die Wärme drin. Das ist einigermaßen in Ordnung. Gefällt auch vielen optisch, habe ich jetzt schon gehört auf dem Discord. Ich würde es mir jetzt so nicht kaufen. Mir wäre das zu, weiß ich nicht, zu kastig irgendwie. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ist auf jeden Fall ein gutes Case. Hier sind auch schon Lüfter vorinstalliert. Einer vorne und einer hinten. Das passt soweit. Hier ist sowieso eine Wasserkühlung drin. Also die werden die Lüfter, denke ich, dann woanders einsetzen. Und das kostet 79 Euro bei Mindfactory. Als CPU haben wir einen Ryzen 5 5600X. Der hat 65 Watt TDP, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM DDR4. Das ist ein guter Prozessor zum Zocken. Klar, wenn man sich jetzt irgendwas neu kauft, würde ich eher auf den 12400F zum Beispiel gehen, weil Intel, was die Leistung im Moment angeht, wirklich die Nase vorn hat. Das kann sich jetzt Ende des Jahres natürlich wieder ändern, wenn AMD die neuen Prozessoren rausbringt. Aber das ist immer so ein Hin und Her. Jetzt aktuell ist es halt Intel. Dadurch ist der aber, weiß Gott, nicht schlecht. Wenn ihr streamen wollt, würde ich eher auf den 8-Kerner gehen. Ihr könnt mit so einem Prozessor natürlich hergehen und zum Beispiel Valorant oder Counter-Strike oder so streamen. Wollt ihr AAA-Titel streamen eventuell, dann würde ich was anderes nehmen, 8-Kerner. Aber die meisten, die wirklich nur zocken wollen, sind damit gut bedient. Und der kostet 195 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B550 Gaming Carbon Wi-Fi. Das ist auf jeden Fall ein anständiges Board. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten kann auch noch eine SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Die Anschlüsse hier unten könnt ihr noch für eine USB-Erweiterungskarte oder Capture-Karte oder ähnliches benutzen. Hat noch dezente RGB-Beleuchtung mit dabei. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth, Netzwerkanschluss, einmal USB 3.1, einmal USB Typ C, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, PS-2 werdet ihr sowieso nicht benutzen, weil ihr alles über USB anschließt und halt Onboard-Grafik könnt ihr mit dem Prozessor sowieso nicht benutzen, ihr entzieht das Bild dann über die Grafikkarte. Das ist ein vernünftiges Board, kein Mikro-ATX oder so, ist auch schon gehobener, vor allen Dingen bringt es halt WLAN und Bluetooth mit und ist wirklich ein gutes Mainboard, gar keine Frage. Und das kostet 199 Euro bei Notebooks billiger. Dann bekommen wir als Grafikkarte eine Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB Asus TUF OC. Das wäre dann diese hier, Asus TUF Gaming GeForce RTX 3060 V2 OC. Ich denke, die werden sie auch verbauen. Eine andere gibt es halt im Moment so nicht am Markt, wüsste ich zumindest nicht. Ist eine gute Grafikkarte, gutes Kühldesign. Ihr wisst, was ihr bekommt, das ist auch schon mal klasse. Und das ist natürlich, ja, nicht Einsteiger. Soll ich Einsteigerklasse sagen? Das wäre eher so eine 3050 oder ähnliches. Ihr könnt damit auf jeden Fall auch AAA-Titel spielen, auch in Full HD. Bei WQHD müsst ihr ein bisschen die Einstellung runterschrauben, natürlich. Danach kommen noch einige andere Grafikkarten, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080. Deswegen sagt man da Einsteiger im Nvidia-Lager vielleicht. Aber AMD hat ja auch noch ein paar Karten und so. Ist ja auch egal, den FPS-Test dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wisst ihr ganz genau, was ihr da für technische Daten habt. Und die kostet 490,65 Euro bei eBay über Okluge. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3600 MHz G-Skill Trident Z Neo. Also wir haben hier 2x 16 GB, Dual-Channel, sehr wichtig. 3600 MHz ist natürlich mehr als die Spezifikation von AMD, was 3200 MHz angeht. Finde ich gut, dass sie es eingebaut haben, hat RGB-Beleuchtung, gefällt mir. Ist okay. 32 GB zum Stream auch geeignet. Wie gesagt, vielleicht solltet ihr den Prozessor dann tauschen, wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt zu streamen. Ansonsten ist das Top-RAM, wie gesagt, mit der RGB-Beleuchtung, sieht auch schick aus, alles super. Und der kostet 144,52 Euro bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine 1 TB Corsair MP600 R2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 4950 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4000 MB die Sekunde. Es ist leider nur 1 TB, finde ich in der Preisklasse immer ein bisschen schwierig. Klar, die ist sauschnell, nur wer braucht das? Ihr kopiert ja jetzt nicht täglich Gigabytes an Daten hin und her. Ihr lädt
lädt mal ein Spiel runter oder so. Ja, das verstehe ich, aber das hat dann mit der SSD nicht viel zu tun. Da limitiert er eure Internetbandbreite. Ist natürlich schön, dass er drin ist bei dem Preispunkt, aber ich hätte mir lieber 2 Terabyte gewünscht und dann eben eine langsamere. Eine Kingston NV1, sondern eine Samsung 970 oder so. Ist aber, weiß Gott, keine schlechte SSD, deswegen das nehmen wir jetzt so mit. Und die kostet 127,89 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir einen 650 Watt Corsair RMX Series 2021 80 plus Gold Kabelmanagement. 650 Watt reichen für das System natürlich aus. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch vielleicht später eine stärkere Grafikkarte oder eben einen stärkeren Prozessor zu holen, geht auf einen 750 oder 850 Watt, desto sicherer seid ihr. Zu viel könnt ihr eh nie nehmen. Ist das Netzteil halt nicht voll ausgelastet, ja, aber es wäre wirklich dann besser, wenn man ein bisschen Puffer hat. Wie gesagt, für das System hier reicht das. Das hat 10 Jahre Garantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und voll modular, also kann ich echt nicht meckern, super Sache. Und das kostet 108,39 € bei Mindfactory. CPU-Kühler ist eine NZXT Kraken Z63 CPU-Wasserkühlung, 2x NZXT 140mm Lüfter. Das ist also eine sogenannte 280er Wasserkühlung. Ihr kennt ja 120er, 240er und 360er, dazwischen haben wir noch die 280er. Reicht für den Prozessor auch aus. Hat auch sogar ein Display mit dabei, sieht also auch schön aus. Wird dann in die Front eingebaut. Woanders passt es wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr, weil das ist wirklich das Maximum. Eine 360er kriegt ihr in das Case nämlich nicht rein. Finde ich auch eine gute Wahl. Ist natürlich Schnickschnack mit dem Display, klar, aber wer es mag, bitte. Und die kostet 213,80 € bei Mindfactory. Systembeleuchtung, LED-Lights für Systembeleuchtung, 30 cm RGB, das ist so ein RGB-Stripe. Wir nehmen jetzt einfach mal die Corsair IQ LS100 mit dabei. Ja, es sind 2 Stück, ja, die sind 45 cm, dann sind wir aber auf der sicheren Seite. Und die kosten 37,90 € bei Equipper. Kabelsleeves, Komplettset, Single Grafikkarte, schwarz. Da schmeißen wir einfach mal von Cable Mod, Classic Mod Mesh Cable Extension Kit mit rein. Da habt ihr auf jeden Fall alles mit dabei, sieht auch gut aus. Und das kostet 29,89 € bei Mindfactory. Das hier ist auch noch so, ja, ein Alleinstellungsmerkmal, könnte man schon sagen, von MIFCOM. 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Das heißt, innerhalb von diesen 3 Jahren Garantie, nicht Gewährleistung oder so, sondern Garantie, habt ihr Pickup und Return. Sprich, irgendwas ist mit dem PC, ihr macht dann mit MIFCOM einen Termin aus, dann kommt DHL oder welcher Dienstleister auch immer bei euch vorbei und holt es ab. Das ist eigentlich ganz geil. Ihr braucht es nicht zur Post schleppen oder irgendwie den Postboten abpassen und ihm das in die Hand drücken, sondern ihr macht wirklich einen Termin und dann wird das abgeholt und 3 Jahre Garantie sind auch nicht selbstverständlich. Natürlich könnt ihr zum Beispiel bei Dubaro oder so dann für 50-60 € noch ein Jahr Garantie dazu buchen, aber hier ist es halt schon mit drin, das ist ganz geil. Windows ist bei dem System nicht mit dabei, müsstet ihr dann selber installieren, beziehungsweise MIFCOM bietet es an für zwischen 100 und 150 €, je nachdem was ihr wollt, finde ich schon ziemlich happig. Also 150 € für zum Beispiel Windows 10 64-Bit finde ich schon krass. Dubaro zum Beispiel bietet an für 30 € die Vorinstallation und ich glaube für 60 € mit Key. Vielleicht sogar 70 € bei der Pro-Version, kann gut sein, aber das ist halt fernab von dem, was MIFCOM verlangt. Finde ich schon ein bisschen teuer dann. Dann sind wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die RGB-Stripes, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und das Cable-Mod. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.626,94 €, das System soll kosten 2.179 €. Also ihr zahlt hier über 500 € mehr. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich hatte MIFCOM jetzt schon häufiger. Die Konfigurationen sind klasse von denen. Ich habe da kaum was zu meckern. Die Config ist auch okay. Überhaupt keine Frage. Die sind nur immer so schweineteuer. Und ich verstehe es halt nicht, weil ihr bekommt bei anderen Anbietern circa das gleiche. Wie gesagt, ihr könnt Garantieverlängerungen so auch dazu buchen und zahlt deutlich weniger. Ich finde das immer ziemlich schade, weil die Konfigurationen echt gut sind. Aber wie gesagt, der Preis... Ah, nee. Ich hätte mich da vielleicht sogar auf 200 oder 250 € noch eingelassen, aber 500 ist definitiv zu viel und andere Hersteller kriegen es halt auch günstiger hin. Ich schwöre euch, hätte ich das System zu Krotos geschickt, hätte er euch das für 200 € zusammengebastelt, ganz locker. Der hat ja jetzt bei den anderen Systemen auch so 150 € um den Dreh gehabt und ich habe auch mal bei Dubaro geschaut. So, hier haben wir einen Ryzen 5800X und wir haben eine 3080, auch 32 GB RAM, 3600 MHz, eine 1 TB SSD, die nicht ganz so schnell ist, das Gigabyte Board X570, nicht B550, da müsst ihr euch jetzt irgendwie entscheiden. Das müsst ihr wissen, was ihr haben wollt. Für 1.949 €. Also deutlich günstiger mit deutlich besseren Komponenten, zumindest was Grafikkarte und Prozessor angeht. Hier ist auch eine Wasserkühlung drin, das ist zwar nur eine 240er anstatt eine 280er, aber die kriegt den auch irgendwie gewuppt. Bei den Kreativ-Ecke-PC, den ich hier hatte, die hat das geschafft, die wurde nur sehr laut. Aber für den Prozessor hat es ausgereicht, das war natürlich auch unter Last mit Cyberpunk und so. Das Mainboard, klar, das wird wahrscheinlich nicht so geil sein wie das andere. Hier ist halt, wie gesagt, eine 3080 drin. Auch hier der Trident Z Neo RAM, genau der gleiche. Die SSD ist nicht ganz so schnell, ist auch nur 1 TB, könnt ihr auch 2 reinschmeißen, seid ihr immer noch günstiger. Das Netzteil ist besser mit seinen 850 Watt. Das Gehäuse, kann man drüber streiten. Ich würde das LAN-Cool nehmen anstatt das NZXT, aber das muss jeder selber wissen.
Betriebssystem könnt ihr, wie gesagt, dazu buchen für, glaube ich, 60 Euro oder so. Also ich würde mir da stark überlegen, ob ich das System kaufen würde und dann MIFCOM das noch irgendwie in den Rachen schmeiße. Wie gesagt, Garantieverlängerung bekommt ihr bei Dubaro auch. Ich verstehe diesen Punkt, dass irgendwo Mitarbeiter und so bezahlt werden müssen, aber das muss Dubaro auch machen. CSL muss es auch, Agando auch, Krotos auch, wie sie alle heißen. Die müssen alle Mitarbeiter bezahlen, Lager bezahlen und so weiter. MIFCOM unterscheidet sich da kaum. Das Einzige, was MIFCOM wirklich gut macht, sind die Konfigurationen. Da gibt es kaum was zu meckern, aber der Preis ist einfach viel zu hoch. Jetzt haben wir noch den zweiten hier. Das ist die Stay Edition RTX 3070 für 2529 Euro. Das mache ich jetzt eben ganz schnell. Wie gesagt, eben sind wir ins Detail gegangen. Das hier ist jetzt die schnelle Variante. Hier wieder das Bild, ist kein Fake, das ist soweit okay. Wir haben das gleiche Gehäuse wie eben, den 5800X, der natürlich zum Stream dann schon besser geeignet ist als der 5600er. Hier haben wir wieder ein Carbon Wi-Fi Board B550, eine RTX 3070, eine MSI Gaming Z Trio. Hier haben wir den Trident Z Neo RAM wieder, die 1TB SSD ist auch wieder mit dabei, finde ich immer noch ein bisschen wenig bei 2500 Euro, muss ich so sagen. Ein 750 Watt Corsa Netzteil, immerhin schon mal ein bisschen mehr Watt, damit ihr auch ein bisschen Puffer habt. Wieder die Z63 Wasserkühlung, wieder diese Streifen mit dabei, Kabelsleeves sind auch mit dabei, 3 Jahre Garantie, haben wir eben schon drüber gesprochen. Dann haben wir hier auch die Liste, das ist hier die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, Kabelsleeves, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und das Cable-Mod. Da seid ihr bei 1885,32 Euro und das Ding kostet einfach 2500. Das ist totaler Quatsch. Selbst da wäre das Subaru-System noch günstiger und besser. Das ist für mich unerklärlich. Also ich würde diese Systeme nicht kaufen, weil sie einfach zu teuer sind. Konfigurationstechnisch ist es irgendwo okay, klar. Könnte man sich so hinstellen, habe ich gar nicht viel dran zu meckern. Klar, die SSD ist ein bisschen klein. Kann man drüber streiten, muss jeder selber wissen. Aber es ist einfach zu teuer, muss man so sagen, wie es ist. Alle anderen Händler schaffen es ja auch, das für, sag ich mal, 150 bis 200 Euro Aufpreis anzubieten. Die Teile bei Mindfactory raussuchen, zusammenbauen lassen, 150 Euro. Thema erledigt. Da habt ihr natürlich wieder das Thema mit der Garantie und so, mit den 3 Jahren Garantie, das muss ich noch dabei sagen, klar. Aber ob es mir das wert wäre, ob ich da jetzt 500 Euro noch drauf zahle gegenüber Geizhalsliste, wenn ich es bei Mindfactory schon fertig kriege, finde ich schwierig. Also, bei MIFCOM, wie gesagt, die haben teilweise gute Angebote, da hatte ich schon mal ein Video drüber gemacht, das war in Ordnung, aber die Systeme, die beiden sind viel zu teuer. Jetzt gibt es natürlich noch diese beiden hier, mit einer RTX 3080 für 4700 Euro und mit einer 3090 für 5899 Euro. Da ist aber eine Custom Loop drin, die Wasserkühlung. Ich habe mal versucht, diese Listen so ein bisschen nachzuvollziehen, also nur die Komponenten ohne die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit macht hier natürlich den Löwenanteil aus, gar keine Frage. Aber ich glaube, selbst bei diesem System bin ich mit den Wasserkühlungskomponenten so bei 3000 gelandet. Und ich glaube nicht, dass das Zusammenbauen dann 1700 Euro kostet, selbst mit einer Custom Loop. Aber die habe ich auch erstmal weggelassen. Das ist jetzt meine Meinung einfach dazu, weil ich das einfach nicht bewerten kann, wie lange so ein Mitarbeiter da sitzt und das wirklich zusammenschustert und so weiter. Auch mit der Garantie 3 Jahre auf einer Wasserkühlung ist mutig, ne? Die habe ich erstmal weggelassen. Ich kann euch nur sagen, die Komponenten dafür waren deutlich günstiger. Also würde ich eventuell auch nicht kaufen. Liegt aber im Ermessen, wie lange man für so eine Wasserkühlung braucht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Übrigens bin ich heute live auf Twitch. Also wer jetzt das Video sieht, kann gut sein, dass ich dann genau in dem Moment live bin. Wenn ihr Bock habt, dazu zu schauen, kommt gerne vorbei. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.